Nach der Ausarbeitungsphase und der Überprüfungsphase, bei der die Schulleitung oder die zuständige Person prüft, ob eine Idee dem Aula-Vertrag entspricht und umsetzbar ist, kommt die Idee in die Abstimmungsphase. Hier habt ihr einige Wochen Zeit, eure Stimme abzugeben. Du kannst für oder gegen die Idee stimmen. Du hast außerdem die Möglichkeit, deine Entscheidung bis zum Ende des Abstimmungszeitraums zu ändern. Die Abstimmung ist natürlich anonym, das heißt, niemand außer dir kann sehen, für was du abgestimmt hast. Wichtig, wenn ihr eine Idee wirklich umgesetzt haben wollt, dann macht in der Abstimmungsphase Werbung dafür. Ihr könnt beispielsweise Plakate basteln und aufhängen, wenn möglich Lautsprecherdurchsagen machen oder möglichst vielen Aula-Nutzerinnen und Nutzer persönlich davon überzeugen, warum sie für diese Idee abstimmen sollen. Wenn ihr nach Ablauf der Abstimmungsphase wieder in das Thema klickt, könnt ihr anhand der Medaille sowie an dem Balken sehen, ob die Idee die nötigen Stimmen bekommen hat und umgesetzt werden kann.